Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, den Hausflipper Simulator. Und wir, oder ihr seht schon an dem Titel, wir verkaufen heute das verbrannte Haus. Ich würde sagen, wir kaufen es, zack, gekauft, Wechsel zu. So, jetzt haben wir nur noch irgendwas mit 80.000 oder sowas. Aber mal gucken, wie wir das so alles geil hinbekommen. So, ich will auf jeden Fall schon ein bisschen Plus machen. Vielleicht funktioniert es ja. Man munkelt. Muss man halt einfach mal ein bisschen jetzt hier renovieren. Wie gesagt, das Haus wird auch direkt hier wieder Dings. So, also hier ist schon mal direkt was. Das kann ja alles weg. So. Neue Fähigkeit, okay. So. Das Haus muss natürlich von außen auch blitzeblank sein. So. Okay. So. Gut. Gehen wir mal wieder auf die andere Seite, auf dem Haupteingang. Machen hier draußen mal auch alles weg. Kann ich hier nicht sogar Rasen mähen? Nee. Geht nicht, okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, das hier wegzumachen, aber wir machen es einfach. Vielleicht sieht das ja dann auch ganz gut aus. So, okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier in den Haupteingang rein. Und natürlich wird die Tür hier als erstes direkt noch verkauft. Und eigentlich alles, was hier ist. Was für ein Chaos. Oh je. Ja, das kam zu laut. So. Aber das wird für euch natürlich ganz besser gemacht hier. Ist das Blut? Egal. Also dieses Haus hier ist praktisch abgebrannt. Und wir machen daraus wieder ein nicht abgebranntes Haus. So. Mal gucken, wer sich dieses Teil hier kauft. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal weiße Farbe und verbessern unseren Dings hier. Jetzt haben wir hier sogar schon alles. Okay, weißer Schnee. Warte mal, Wände, Farbe. So, hier müsste auch irgendwo jetzt weiß gehen. Boah, irgendwas ist heute mit meinem Hals, aber mal gucken, funktioniert. Funktioniert trotzdem. Weiße Farbe. Weißer Schnee nehmen wir jetzt einfach, Mann. So. Also das hier soll, glaube ich, der Flur sein oder was soll das hier sein? Schlafzimmer, Zimmer. Kleine Küche und Badezimmer. Ich würde ja sagen, hier mache ich dann auch so eine kleine Mini-Couch hin. Mit einem Fernseher, oder? Ja, ich denke schon. Guck mal, wenn das jetzt weiß gestrichen ist, sieht das gar nicht mehr verbrannt aus. So, wir machen hier auf jeden Fall alles weiß. Und hier ist die Tür. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Deswegen mache ich hier mal kurz so. Und einmal so. Damit ich weiß, dass da die Tür ist. Weil ich bin ein kleiner, vergesslicher Mensch, muss man sagen. Ich hätte sonst vergessen, dass man da die Tür hin kommt. So. Also noch sagen die Kollegen hier nichts. Also noch haben sie nichts zu meckern. Oder zu sagen, die das Haus eventuell kaufen. So. Zack, zack. Aber wir machen das hier schön. So. Natürlich reinigen wir auch hier nochmal jedes Fenster, damit es natürlich komplett gereinigt ist. Das muss ja ein schönes Haus werden hier wieder. Das glaube ich, ist das schon so ein
Drei-Zimmer-Haus, ne? Hier ist so viel Müll, man kann hier nirgends hin. Es ist verdammt dreckig hier. Ja, es wird ja hier alles schön gereinigt. So. Ist ja eigentlich noch Schmutz, nee. Genau, die Tür. Ich will mir jetzt erstmal die Eingangstür kaufen. So. Eingangstür. Oh, Eingangstür. Hier. So. Genau. Naja, also die ist ein bisschen falsch. Aber egal, macht nichts. Keine teuren Sachen. Oh, heul leise, Mensch. Man kann das hier sogar auch weiß streichen, ne? Aber das mache ich sogar, weil dann sieht das geiler aus. Aber wir machen erstmal das Innere. So. Ah, hier oben. So. Okay. Räumen wir hier erstmal die Küche auf. Wir verkaufen natürlich hier alles. Gibt es etwas? Was? Gibt es etwas? Hier, die Tür kommt auch weg. Die Toilettendingens hier auch. Weiß ich, zusammen und räume hier gründlich auf. Ja, das mache ich. Warum sind die so fies hier, ey? Mach das doch schon alles, Mensch. So, hier ist noch irgendwo Müll da, so. Jetzt ist hier noch irgendwo Müll. Müll, ich mein Schmutz. So, okay, habe ich aufgeräumt. Okay, wir machen jetzt hier erstmal das hier eindekorieren. Nimm die Farbe mal mit hier rein, so. Zack. Okay, ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein Sofa. Das hier, oder? Können wir denn den Fernseher hinklatschen, ist die Frage. Wenn wir das jetzt hier hinstellen, so, können wir doch da kein Fernseher hinklatschen. Okay. Gut, dann machen wir das einfach so, dass hier der so hinkommt. So. Jetzt noch ein Fernseher, ne? Fernseher. Fernseher. So, hängender Fernseher. Hängen der Fernseher. So, hier. Der passt. Hier. Ha. So, da ist der Fernseher jetzt. Sollten wir hier noch so einen Sofatisch? Tisch. So einen kleinen Minitisch. Couchtisch, ne? Warte mal. Couchtisch. So. Dunkler Couchtisch. Tisch. Ja gut, ob der jetzt dazu passt, ist halt die andere Frage. Aber so passt das doch, oder? So. Fernbedienung. Die darf natürlich auch nicht fehlen. So. Das müssen wir auch einmal neu machen. Zack. Bam. Bam. Und bam. So. Perfekt. Und fertig ist die Steckdose. Die ist jetzt auch neu gemacht. So. Die Lampe hier muss nochmal weg. So. Also hier ist jetzt so ein Couchtisch. Haben wir noch so eine kleine Pflanze. Kleine Pflanze. Gibt's nicht. Oh. Aber was wollen wir denn hier eigentlich jetzt noch hinmachen? Also wir brauchen erstmal eine Heizung. Heizung. Die darf natürlich auch nicht fehlen. So, und jetzt reinigen wir hier auch mal kurz die Fenster. So.
wie viele Fenster haben die denn hier im Wohnzimmer oder sowas? An jeder Seite ist erstmal eins. So. Leute, ich würde sagen, ich mache mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn das Zimmer hier fertig ist. So, ich bin fertig. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich hier alles geändert habe. Unter anderem habe ich hier so drei Pflanzen hingestellt. Die sind ja alle nebeneinander, aber egal. Sorry. Ja, Fernseher habe ich hier schon hingestellt, habt ihr ja gesehen. Lichtschalter habe ich auch schon. Hier ein Schuhregal, wenn man hier halt seine Schuhe hinpacken kann, weil hier sind auch die Kleiderhaken. Hier sind auch so Regale für was weiß ich. Und hier geht es dann in die Küche rein. Und die Küche habe ich auch, ja, geiler gemacht. Hier, ich kann auch mal das Licht anmachen. Sieht so aus. Ich habe hier oben so Regale, hier unten Regale und natürlich das Waschbecken darf natürlich nicht fehlen. Und hier ist einmal ein Gasherd. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und hier ist praktisch das Badezimmer. Im Badezimmer war diese Badeheiz-Dingens da nicht drin. Die habe ich da selber reingebaut. Aber irgendwie will man ja trotzdem eine Heizung in diesem Zimmer haben. Weswegen ich mir gedacht habe, komm, baue ich das da einmal dran. Hier ist die Dusche. Die Dusche habe ich auch so für die Ecke da gemacht. Ne? Die Installation dafür war ja schon dran. Und hier die Toilette. Für die war es auch schon dran. Mit hier Toilettenpapier. Ja, hier ist noch so ein Waschbecken mit einem Spiegel. Kann man ja auch anmachen. Warum das schwarz ist, fragt mich nicht. Und ja, Fenster ist auch gereinigt. So, ein Zimmer haben wir noch. Oh, ich habe hier sogar das Fenster nicht gereinigt. Das kann ich ja noch mit euch eben kurz machen. So. Gehen wir jetzt mal ins Schlafzimmer. Das habe ich auch ganz geil gemacht. Hier so ein klassisches Schreibtisch-Setup, wo man einfach ein bisschen so Zeitschriften oder sowas lesen kann oder Bürokram steuern und sowas. Ja, hier ist ein Kleiderschrank, wie man sehen kann. Nichts Besonderes. Ja, hier ist so ein kleines, aber feines Bett. Da hat kein Nachttisch mehr hingepasst, weswegen ich nur hier eins gemacht habe. Mit so einer kleinen Mond. Lampe da. Ich merke gerade, ich habe hier gar kein Licht drin, aber egal. Ja, hier nochmal ein Fernseher reingemacht und hier nochmal ein Regal und im Endeffekt war es das schon mit dem Haus. Draußen habe ich jetzt nichts gemacht, also hier die Wand, die habe ich nicht gemacht, die können die dann einfach machen. Ich würde sagen, wir verkaufen das Haus. Let's go. Zur Auktion gehen, ja. So. Also ich habe bezahlt, Hauspreis minus 30.000, Verkauf von Möbeln. Okay, also Kauf von Möbeln. Mhm. 43.000, okay, ich mache damit 8.000 Gewinn. Genau, ein Schlafzimmer. Habe ich nicht gesagt, dass ich eine Sauna möchte? Das hättest du dir denken können, steht da wahrscheinlich. Ja, Gewinner ist tatsächlich Raphael Muckis. Okay, also Verkauf. Ein Haus. 43.270 Ditcher kriege ich. Wir können ja nochmal verhandeln. So um 180. Mal gucken. Bitte. Dein Angebot ist zu niedrig. Ich kann das Haus an dich verkaufen, wenn du noch... Passt schon. Ich nehme es. Ich nehme es. Okay. Gut. Dann Angebot annehmen. Und wir haben das Haus verkauft. Ist eigentlich ein ganz nices Haus gewesen, ne? Aber das ist jetzt schön verkauft. Das schmeckt doch, das Geld. Und davon kaufen wir natürlich das neue Haus. Was wir dann in der nächsten Folge machen. So, wenn die Kacke jetzt hier mal lädt, dann geht das doch relativ schnell. Okay, so. Können wir mal gucken, ob das Haus tatsächlich weg ist. Ja, ist tatsächlich weg. Jetzt haben wir hier die drei verkauften Häuser. Das war mein Büro. Das ist jetzt das verbrannte Haus, was ich verkauft habe. Für ein bisschen mehr Geld. So,
In der nächsten Folge verkaufen wir dieses verlassene Haus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Hoppala. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the showing.